Wir sind zwei Brüder, so hat es eigentlich angefangen. Der Vater ist dann noch dazugekommen. Und ja, wir haben vor etwa 10 Jahren haben wir angefangen, ein bisschen Bier machen im kleineren Stil. Und zwar so ein bisschen aus dem Grund, wir haben gefunden, ein bisschen besseres Bier als da, was es dort mal in der Schweiz gegeben hat. Und dann ist jetzt da im März die Corona-Krise gekommen. Und dann haben wir einfach schon zuerst mal schnell die Bremse angezogen und das Ganze noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und man hat gesagt, jetzt müssen wir abwarten, bevor wir einfach Bier produzieren und dahinten liegt es nachher in den Tank. Und da haben wir jetzt mal am Anfang dann noch ein bisschen ausgesetzt und haben dann aber gesehen, dass die Leute doch noch interessiert sind am Bier. Und wir haben dann auch schnell gemerkt, dass die Leute eigentlich mehr Durst haben, dadurch, dass sie jetzt die Heime sind, die Quarantäne sind. Und dann haben wir einfach noch müssen denen den Zugang geben zum Bier. Also zu Quokka, wir sind dort schon länger immer dabei. Und als ich das gesehen habe, dass sie so etwas anbieten, habe ich gefunden, hey, das ist genau das, was wir brauchen. Und ich habe das gerade am Anfang gesehen. Und das ist eben da, wo wir so ein bisschen in das Loch reingefallen sind. Da habe ich gefunden, hey, wir brauchen neue Absatzkanäle. Wir müssen das ein bisschen aufmachen. Wir brauchen, die Leute müssen wissen, dass wir hier oben immer noch Bier haben. Und wir haben den offen haben. Und das ist das eigentlich sehr. Wir haben uns gerade angemeldet und es ist dann lustig gewesen. Es sind dann plötzlich viele neue Gesichter dann da hochgekommen. Wir haben ja gesehen, wir haben von diesen Gucci. Es sind viele Leute aus der Region gewesen, die wir interessieren mit unseren Bier, die dann da hochgekommen sind und gesagt haben, hey, das ist eine Brauerei. Für uns war es eine gute Werbung gewesen, neue Kunden und das Ganze ein bisschen können neu beleben. So, unsere Einstellung, nachdem wir uns noch ein bisschen erholt haben, war dann eigentlich so gewesen, hey, wir müssen das ein bisschen als Chance anschauen und wir müssen das Beste daraus machen, oder? Weil, ja, Zeug passiert, die Welt ändert sich und man hat irgendwie vielleicht eine Idee, ein Geschäftsmodell, das muss halt flexibel bleiben. Man muss dann halt innovativ werden und einfach nicht aufgeben.